Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Synths von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Synth auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas verstörend sein. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist, und ich werde versuchen, dir zu helfen. Ich bin hierher gekommen, um Kazumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kazumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kazumi ein Synth ist? Wir beantworten keine Fragen mehr, solange du nicht ehrlich zu uns bist. Wer zum Teufel bist du? Es gibt nur einen Synth mit so einem Gesicht und eigenem Willen. Und ich sehe ihn nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Nick, das kann doch nicht sein. Erzähl mir doch nichts. Was willst du hier abziehen? Ich hab dich noch nie im Leben gesehen. Bitte, wenn du mir eine Chance gibst, kann ich es erklären. Ist das ein Witz? Kennst du Nick wirklich? Lass mich erzählen, was ich weiß. Dann kannst du entscheiden. Wir waren Prototypen, Nick. Die ersten, die eigenständig denken und urteilen konnten. Red weiter. In einem der Experimente ging es darum, wie unsere Gehirne Persönlichkeit verarbeiten. Ob wir individuelle Gefühle und Verhaltensmuster bewältigen können. Meine durfte ich anhand von Erfahrungen entwickeln. Aber in dich wollten sie eine gesamte Persönlichkeit übertragen. Es brauchte mehrere Anläufe, bevor die Prägung funktionierte. Du bist so oft aufgewacht und wusstest nicht, wer oder was du warst. Ich konnte das nicht länger zulassen. Wir waren die einzigen beiden Prototypen. Ich habe buchstäblich mich in dir erkannt. Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Da irrst du dich. Das war vor mehr als einem Jahrhundert. In unseren Prototypengehirn ist nur begrenzter Speicherplatz vorhanden. Ah, ich hab genug gehört. Ich glaube, wir beide müssen uns darüber mal unterhalten. Aber vielleicht nicht jetzt. Nick, ist er wirklich dein Bruder? Wenn das so ist, wäre mir das neu. Haben Synths überhaupt Familien? Sind wir verwandt? Nur weil wir aus der gleichen Baureihe stammen? Ich muss darüber nachdenken. Ist es wirklich möglich, dass du dich an nichts davon erinnerst? Du meinst wegen der Sicherungsmaßnahmen des Instituts? Den Schlägen, die ich abbekommen habe? Und meinem Alter? Oder glaubst du, diese da oben ist nicht so viel Platzbegründung? Ich weiß nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Bedienungsanleitung. Wir dürfen nicht vergessen, warum wir hier sind. Kazumi Nakano. Nick, du musst mir nicht glauben. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Und wegen Kazumi. Es ist wichtig, dass du genau verstehst, wieso sie hier ist. Ich habe dich schon mal gefragt, ob du glaubst, dass sie ein Synth ist. Hast du eine Antwort für mich? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Synth zu leben, ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kazumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Synth? Woher soll ich das wissen? Wenn du eine Art Test meinst, muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keinen Test, der nicht tödlich wäre. Du musst stattdessen nach den Anzeichen Ausschau halten. Gedächtnislücken.
ein Gefühl der Einsamkeit, seltsame Träume. Aber letztendlich musst du das entscheiden. Was glaubst du? Hast du deine Menschlichkeit schon mal angezweifelt? Ich bin ein menschliches Wesen, kein Synth. Bist du sicher? Ich will dich nicht ausfragen, aber was ist deine erste Erinnerung? Ich war bei meiner Frau. Wir sind in den Tag gestartet. Ich musste mich um meinen Jungen kümmern und seitdem ist viel passiert. Aber keine Erinnerung davor. Keine Kindheit. Der erste beste Freund. Der erste Kuss. Ein bekanntes Zeichen. Daten kann man übertragen, aber Gefühle, die bekommt man nur schwer in einen anderen Geist. Ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche, dass man dich hier akzeptiert, für welche Wahrheit du dich auch entscheidest. Ich habe genug gehört. Wo ist Kazumi Nakano? Natürlich. Kazumi arbeitet normalerweise unten. Du kannst sie jederzeit sehen. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern Faraday und Chase vor. Brauchst du sonst noch was, bevor du gehst? Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Höhle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Alle hier in Arcadia sind also Synths? Ja, entweder waren sie geflohen und wir konnten sie vor dem Institut finden, oder sie waren Opfer einer Gedächtnislöschung und wir haben ihnen die Wahrheit über sie offenbart. Du bist aus dem Commonwealth, so wie Kazumi, oder? Ich vermute, du hast schon Erfahrungen mit Synths gemacht. Ich möchte erstmal mehr über deine Erlebnisse hören. Nachdem ich das Commonwealth verlassen hatte, traf ich erst Jahrzehnte später wieder auf einen anderen Synth. Erst konnte ich es nicht glauben. Ich bin ein Prototyp. Ich bin entkommen, lange bevor Synths menschlich aussahen. Ich dachte erst, die Person, mit der ich sprach, wäre verwirrt. Und dann erkannte ich die Wahrheit. Wir sind gleich. Damals wusste ich es noch nicht, aber damit war die Idee für Arcadia geboren. Naja, Nick kenne ich natürlich. Ja, natürlich. Was kann ich sonst noch für dich tun? Ich sollte losgehen. Aber sicher. Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Du weißt, wir haben allein diese Woche 3 Relais rausgehauen. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. Du hast Kazumi hierher verfolgt. Ich bin beeindruckt. Vielleicht nicht so unauffällig oder effektiv wie möglich, aber wirklich in Gefahr war sie nie. Tut mir leid, dass deine Reise vergebens war. Ich wollte mich persönlich überzeugen, dass sie in Sicherheit ist. Ich gebe dir mein Wort. Arcadia ist eine sichere Zuflucht für Synths. Ansonsten würde ich niemandem helfen, hierher zu kommen. Jedem Synth, den ich gefunden habe, jedem Synth, den ich überredet habe, hierher zu kommen, wurde versichert, dass ihm kein Leid geschieht. Meine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen, komme was wolle. Verstanden? Wie findest du Synths und bringst sie hierher? Über dieses Thema brauchen wir nicht zu sprechen. Ich kann es. Und nur das zählt. Du hast Dimas Segen, also mach es dir auf jeden Fall gemütlich.
Ich würde euch gern helfen. Kann ich irgendwas tun? Also, nun ja, wenn du wirklich einen Beitrag leisten willst, wir haben ein Problem, um das sich jemand kümmern muss. Du hast bereits Erfahrungen auf deinen Reisen auf der Insel gesammelt. Bestimmt bist du dafür gut gerüstet. Wo ist das Problem? Wir warten auf einen neuen Synth und er sollte längst hier sein. Es gibt keine Spur von ihm und ich mache mir Sorgen, dass er sich vielleicht verlaufen hat. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Du solltest erst einmal mit Brooks in Fahaber reden. Er ist einer von uns, ein Synth. Er begrüßt die Neuankömmlinge und weist sie in die Reise hierher ein. Natürlich wird er dir nichts sagen, ohne einen Beweis, dass du für mich arbeitest. Wenn er nicht kooperiert, sag ihm, dass seine Bezeichnung L792 lautet. Das sollte ihn überzeugen. Das ist alles, was ich zurzeit tun kann. Bitte beeil dich. Dieser Synth wird da draußen allein nicht lang durchhalten. Du hast also mit Dima gesprochen. Du weißt, wieso wir hier sind. Ich hoffe, du ziehst in Betracht, uns zu helfen. Es lohnt sich, für Dimas Vision zu kämpfen. Du bist also ein Synth? Ja. Ich hoffe, du hast kein Problem damit. Dima hat hart daran gearbeitet, einen Ort zu schaffen, an dem wir sicher vor denen sind, die uns nicht akzeptieren. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert, und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren, so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Du erledigst diese ganze Arbeit allein? Zum Großteil ja. Ich lasse mir von den anderen helfen, wenn möglich, aber niemand versteht Dima so gut wie ich. Kannst du mir etwas über die Nebelkondensatoren erzählen? Die Dinger? Dima und ich haben sie entworfen, als klar wurde, dass der Nebel immer schlimmer wird. Sie sind effektiv, haben aber nur eine begrenzte Reichweite. Dima bestand darauf, dass wir sie den Leuten in Far Harbor zur Verfügung stellen, und darüber bin ich froh. Ohne die Kondensatoren hätten sie jetzt nichts mehr. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gäbe da etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicherlaufwerke. Das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Was ist mit dem Boot passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Immerhin ist die Insel gefährlich, aber ich könnte die Ersatzteile wirklich gebrauchen. Also, wirst du sie suchen? Klar, Faraday. Ich beschaff dir diese Laufwerke. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Also einen Großteil unserer Insel gesehen? Was sagst du dazu? Du lebst doch hier. Was denkst du über die Insel? Nun, ich finde sie sehr interessant. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher. Aber es hat sich angepasst. Und es wird sich weiter anpassen. Lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Und dann müssen wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Was genau machst du hier? Ich tue so viel ich kann mit meinen begrenzten Ressourcen. Ich katalogisiere Tiere, beobachte evolutionäre Entwicklung und stelle Daten für zukünftige Generationen zusammen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe, falls du welche brauchst. Da Dima dich akzeptiert hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Das war hier ursprünglich ein Ort der Wissenschaft. Gefällt mir.
Fühlt sich irgendwie vertraut an. Ich meine nicht das Institut, wenn ich zu Hause sage. Es ist eher, wie sagt man, das abstrakte Gefühl, irgendwo hinzugehören. Wir gehören alle hierher. Auf unsere Weise. Dima gebührt Dank dafür. Entschuldigung? Kann ich dir helfen? Ich helfe dir gern bei deiner Forschung. Oh, nun. Wie nett von dir. Okay. Was könntest du für uns tun? Auf dieser Insel gibt es eine Blume. Eine Astersorte. Die hat erstaunlich gut überlebt. Sie hat nicht mehr diese leuchtende Farbe wie früher, soviel ich weiß. Wie noch vor dem Krieg. Ich persönlich mag sie sehr. Aber in letzter Zeit habe ich ihre chemischen Zusatzeigenschaften untersucht. Wenn du mir ein paar neue Proben besorgen würdest, käme meine Forschung schneller voran. Ich kann dir ein paar Kronkorken anbieten, wenn es das für dich interessanter macht. Was soll das überhaupt alles? Eine Mischung aus wissenschaftlicher Forschung und persönlichem Interesse. Mich interessieren die Veränderungen, die diese Arten in den Jahrhunderten erlebt haben. Und ich finde sie schön. Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Du bist gegangen, ohne deinen Eltern zu sagen, warum. Du hättest wissen müssen, dass sie sich sorgen. Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Sünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Hast du einen Beweis dafür, ein Sünd zu sein? Kleine Dinge. Träume, dass ich im Labor aufwache. Jahre als Kind, an die ich mich nicht erinnere. Und zu Hause war ich immer fehl am Platz. Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Rei sind immer noch deine Eltern. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Sünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Was für ein Problem gibt es denn in Arcadia? Ist eine lange Geschichte. Ich muss nur herausfinden, wie... Moment. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Gut. Ich höre zu. Okay. Wo soll ich anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Wenn Dima eine Nummer abzieht, müssen wir es wissen. Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich helfe, wenn ich kann. Aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran, aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert.
Ich habe Ahnung vom Hacken. Ich versuch's mal. Wie du meinst. Viel Glück. Wenn du was hast, lass es mich wissen. Von einem Fall zum nächsten. Einfach ist es nie, nicht wahr? Ich bin mir sicher. Irgendjemand hat den Schlüssel zum Lagerraum. Vielleicht...